hinaus, meine Damen und Herren, gehört sie nicht nur im Umgang mit dem anderen Geschlecht, sondern auch gegenüber Menschen anderer Herkunft. Selbst wenn sie aus der Nachbardomstadt kommen, wie unser nächster Redner Martin Schops. Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wie ist es? Das freut mich zu hören. Ja, ich freue mich, dass ich bei so einer tollen Veranstaltung wie dieser hier mit dabei sein darf. Ich freue mich auch, dass ich so viele positive, gut gelaunte und auch aufmerksame Gesichter gucken darf. Denn das ist für mich tatsächlich nicht alltäglich. Und auch wenn diese Veranstaltung hier wieder den tierischen Ernst heißt, kann man sich vielleicht mal 90 Sekunden Zeit nehmen und doch etwas Ernstes von sich geben. Das würde ich ganz gerne machen. Ich habe nämlich zuletzt etwas an einem sehr, sehr großen rheinischen Friedhof miterlebt, was ich finde, was den Rheinländer sehr, sehr gut beschreibt. Letztens auf einem Friedhof ist was Seltsames geschehen. Beerdigung mit zwei Särgen habe ich so noch nie gesehen. Ein Mann mit einem Hund führt die Trauergäste an. Dahinter marschieren 400 Mann. Neugierig bin ich zu dem Mann dann hin und hab ihn gefragt, wer liegt in der ersten Holzbox drin. Da sät er meine Frau. Ich sag, oh je, was war der Grund? Da meint er, ein Biss von diesem Hund. Ich sag, das tut mir leid, und in der anderen Kiste, da sät er ihre Mutter, uch, wehenem Biss. So standet hier schrieben im Autopsiebefund, Täter war auch hier wieder der Hund. Ich hab dem Mann den Arm dann auf die Schulter gelegt, ne Frage formuliert, die mich spontan bewegt. Ist es möglich, dass muss ich den Hund mal leihen kann? Da sagt er, klar, Jung, dann stell dich hinten an. Eine sehr traurige und rührende Geschichte, wie ich finde. Ich mache mir jetzt schon, die auf Damensitzung, wenn es gar nicht gut ankommt, ne? Machen wir jetzt schon seit einigen Jahren Gedanken darum, nicht nur, was passiert gerade bei uns auf der Welt, wie hat sich die Welt und auch unsere Sprache zuletzt verändert, sondern frage mich seit einigen Jahren auch immer wieder, wie geht es weiter? Wie sieht es bei uns auf dem Planeten wohl aus im Jahre 2040? Und ich habe da leider Gottes relativ düstere Zukunftsvisionen. Ich habe die Befürchtung, dass wenn man im Jahr 2040 um 20 Uhr die Tagesschau einschaltet, ausgestrahlt, dann vermutlich auf RTL 2, erfährt man von Nachrichtensprecherin Carmen Geis nach dem Jingle, der dann nicht mehr heißt Mein RTL, sondern damit es die Zielgruppe auch verstehen kann, dem RTL von mich, folgende Nachrichten. Landesregierung verkündet stolz, Hambacher Forst weht nicht auf ihr Holz. RWE gelang der große Wurf, Braunkohlefund unter Düsseldorf. Zum Baggern suchte man Freiwillige aus der Region. Aus Kölle kommt spontan eine ganze Million. Hatte dieser Plan Erfolgsaussicht? Leider nicht. Die Leverkusener Autobahnbrücke ist endlich saniert. War nur Spaß. Wollt ihr nicht übertreiben hier. Erster Pfeiler einbetoniert. Zumindest hätte man ihn beinahe bestellt. Zu wenig Geld. Notdürftig zusammengeflickt. Zum Test Rainer Kallmund darüber geschickt. Bekam man die Brücke noch mal zu Gesicht. Leider nicht. Ex-Sportler kriegt ein Angebot,
Zweitkarriere Hollywood. Philipp Lahm begeisterte als der kleine Lord die Cineaste. Mesut Özil in Edgar Wallace, der Frosch mit der Maske. Olli Kahn sah man am Planet der Affen rasen. Niki Lauda war der Star in Kein Ohrhasen. So hart. Sind solche Witze gesellschaftstauglich? Leider nicht. Deutschland wird älter, wird TV-Machern klar. Dieter Bohlen moderiert jetzt Deutschland sucht den grauen Star. Guido Kanz präsentiert mit Megafon und großem Spaß. Die Seniorensendung, verstehen Sie noch was? Heidi Klum verletzte sich bei der Rentnershow Let's Tanz. Sie stolperte fies über Hans und Franz. Das sind die Brüste, ja. War für sie ein junger Pfleger in Sicht? Leider nicht. Jubiläumsfeier von Silikon. Michaela Schäfer feiert 100. Brustimplantation. Carmen Geiss wurde für 50 Jahre Plastik im Fleisch. Die gelbe Tonne in Gold überreicht. Sophia Wollersheim bei OP Nippel ab. Entschuldigung, abgenippelt. Reinkarnation ging in die Hose. Wiedergeburt als Tupperdose. War sie wenigstens in dem Zustand ganz dicht? Leider nicht. Letzte Strophe. Sprachwissenschaftler haben entdeckt, dass viele alte Lieder politisch unkorrekt. Du schwarzer Zigeuner, singt man nicht mehr. Das Lied heißt jetzt bei Dunkelheit schwer zu erkennender Rotationseuropäer. Ein anderes Lied wurde für junge Moslems aufgepeppt. Statt kein Schwein ruft mich an, heißt kein Lamm schreibt WhatsApp. Nur zwei Wörter überstanden der ganze Klav. Och, Allah. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Marvin. Danke.